Sag mal, Felix Richter, Andy, was machst du denn da? Ach, ich bin hier nur zum Shoppen. Ich habe gehört, hier bekommt man ein paar echt gute Dead by Daylight Souvenirs. Und du glaubst wirklich, dass es eine gute Idee ist, die Maske der Huntress zu klauen? Klauen? Fuck, das ist alles nur geborgt. Lass mal drüber reden. Moin, Servus und willkommen bei Screenfire. Ich bin der Andi. Schön, dass ihr da seid. Es ist kein großes Geheimnis, dass ich ein riesengroßer Fan der Supermassive Games bin. Egal, ob das Horrormeisterwerk Until Dawn, The Quarry oder die Dark Pictures Anthology. Wenn ihr einen unterhaltsamen Abend mit einer spannenden und interaktiven Story haben wollt, seid ihr damit bestens beraten. In Dead by Daylight habe ich auch knapp 200.000 Stunden Spielzeit und denke, ich kann mir dadurch auch ein klitzekleines Urteil erlauben. Mit The Casting of Frank Stone haben wir nun die erste Zusammenarbeit dieser Entwicklergrößen und ich will euch in diesem Video erzählen, ob sich der Ausflug lohnt oder eher nicht. Okay, Andy, dann lass doch mal eintauchen. Doch bevor wir loslegen, was ist denn da eigentlich das Ding in der Ecke über dir? Warum steht denn da Werbung? Ganz einfach, weil Behavior Interactive so freundlich war, dieses Video hier zu sponsern. Wir werden natürlich trotzdem ganz normal unsere Meinung äußern, aber selbstverständlich möchten wir damit auch transparent umgehen. Insofern auch diese Kennzeichnung in diesem Video und nochmal vielen lieben Dank an Behavior für das Sponsoring und das zur Verfügung stellen der Review-Copy. Okay, Andy, du musst mich, glaube ich, jetzt erstmal aufklären. Komplett ohne Spoiler. Worum geht es denn in The Casting of Frank Stone? Die Storyline wird in drei Zeitabschnitten erzählt. Also es startet im Jahr 1963, wo wir in die Schuhe des Polizisten Sam Green schlüpfen, welcher nach einem entführten Kind in einem Stahlwerk sucht. Im Jahr 1980 begleiten wir eine Gruppe von vier jungen Filmemachern, welche im besagten Stahlwerk dann einen Horrorfilm drehen möchten. Und dann gibt es noch das Jahr 2024 und ein, na, nennen wir es mal, großes Herrenhaus mit einer Gruppe aus unterschiedlichen Leuten, zu deren Herkunft ich aus Spoilergründen erstmal nichts sagen möchte. Was alles direkt und indirekt verknüpft ist, das ist der Serienkiller und Namensgeber des Spiels, Frank Stone. Okay, das gibt uns ja erstmal einen groben Überblick, in welche Richtung es geht. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ob das jetzt ein Dead by Daylight Game ist? Also dreht es sich dann um alles um klassische Matches und Survivor, die an Haken landen? Oder was können wir uns darunter vorstellen? Nein. Also es spielt im Dead by Daylight Universum. Es gibt zahlreiche Anspielungen wie Gegenstände, die man finden kann. Und es gibt auch Story-Einbindungen, auf die ich natürlich nicht mehr eingehen möchte, um euch das Spiel nicht kaputt zu machen. Aber ja, wie gesagt, es ist ja hier komplett ohne Spoiler. Aber wie ist das denn für Leute, die nichts mit Dead by Daylight zu tun haben oder die nicht tief in der Lore drin stecken? Können die The Casting of Frank Stone denn überhaupt verstehen oder muss man sich davor irgendwie einlesen? Nein, also müsst ihr überhaupt nicht. Die Story ist absolut verständlich, auch ohne Vorwissen aus Dead by Daylight. Jedoch kann man die vielen kleinen Easter Eggs, die im Spiel verstreut sind, viel besser genießen, wenn man ein bisschen weiß, was so in der Lore vor sich geht. Zum Beispiel die Hasenmaske der Huntress. Das ist ein Killer aus Dead by Daylight. Die findet man in einem Geschäft rumliegen. Und beim Aufheben ertönt dann auch das Lied der Killerin ganz leicht im Hintergrund. Das sind so Kleinigkeiten, wo man als Dead by Daylight-Fan einfach schmunzeln muss. Aber es ist jetzt kein Grund, das Game nicht zu spielen, wenn man kein Vorwissen hat. Okay, gerade im Vergleich zu anderen Supermassive Games, gibt es denn in The Casting of Frank Stone irgendwelche neuen Mechaniken oder Extras, die es vorher irgendwie noch nicht gab? Ja, es gibt da den Schnittraum. Dort habt ihr die Möglichkeit zurückzukehren, um andere Entscheidungen zu treffen und so den Spielverlauf zu verändern, ohne das gesamte Game nochmal neu zu starten. Zum Beispiel bei einem missglückten Quicktime-Event. Auf der einen Seite finde ich es großartig, dass man die Möglichkeit hat, ja, da wieder reinzukrätschen und einzusteigen, denn manchmal möchte man einfach nur ein bisschen was anders machen und muss dazu dann ja nicht alles neu spielen. Auf der anderen Seite fehlt dadurch natürlich die ultimative Konsequenz, die es dadurch in früheren Spielen gab. Okay, und wie genau funktioniert der Schnittraum dann? Also was muss man da drücken? Was gibt es da zu sehen? Wenn du im Schneideraum auf den Teil des Kapitels klickst, in dem du dich gerade befindest, wird ein Pfad angezeigt. Wenn die Linie rot ist, zeigt sie eine Aufzeichnung der Aktionen an, die du bisher in der Geschichte durchgeführt hast. Wenn der Pfad weiß ist,
handelt es sich um Aktionen, deren Ergebnisse du gesehen hast, die aber noch nicht ausgewählt wurden. Wenn die weiße Linie gestrichelt ist, zeigt sie einen Weg an, den du noch nie gesehen hast. Es ist eigentlich relativ selbsterklärend. Okay, nun habe ich ja auch einige Supermassive Games Spiele gespielt. Wie kann man das denn qualitativ einordnen? Ist die Story der absolute Überhit oder das beste Game der Reihe oder fällt das irgendwie ganz hinten runter? Also mein absolutes Lieblingsgame ist noch immer Until Dawn. Ich glaube, ich würde es auf dem gleichen Level sehen wie ja, The Quarry oder vielleicht gleich dahinter. Die allgemeine Story fand ich zwar in The Quarry ein bisschen besser, dafür waren aber die Charaktere teilweise unerträglich. In The Casting of Frank Stone ist es genau andersrum. Mir haben so ziemlich alle Charaktere gut gefallen und ich empfand jetzt eigentlich niemand als super anstrengend oder nervig. Jetzt hat The Casting of Frank Stone ja einen eher holprigen Start hingelegt, was die technische Umsetzung anbelangt. Du hast es ja auch gestreamt und es ist dabei mehrfach abgeschmiert. Ist das Problem immer noch da oder wurde das mittlerweile behoben? Ja, das war ein wenig frustrierend, ich gebe das zu, bin ich ganz ehrlich, aber Gott sei Dank wurde das mit Updates mittlerweile gefixt. Das Spiel stürzt bei mir nicht mehr ab auf Steam und die PlayStation 5-Version lief ohne irgendwelche Probleme. Okay, magst du vielleicht nochmal zusammenfassen, für wen das Spiel am besten geeignet ist, unabhängig mal davon, ob man Dead by Daylight mag? Es steht ja gerade wieder Halloween vor der Türe und ich finde, diese Art von Spiel ist perfekt für diese Jahreszeit. Wenn ihr also mit eurem Freund oder eurer Freundin oder vielleicht auch in der Gruppe mit Freunden es euch auf der Couch gemütlich machen wollt und einen Horrorfilm sehen möchtet, bei dem ihr selbst ein wenig Entscheidungsgewalt habt, dann ist The Casting of Frank Stone genau das richtige Spiel für euch. Seid ihr kein Freund von Until Dawn, The Quarry oder Supermassive Games im Allgemeinen, dann werdet ihr auch nicht mit diesem Spiel glücklich werden. Aber alle anderen können ohne Probleme zugreifen. Ein Link zu dem Spiel findet ihr in der Videobeschreibung und in der Kommentarsektion dieses Videos. The Casting of Frank Stone gibt es für PlayStation 5, Xbox Series S und X sowie für den PC. Ja, weißt du? Ich glaube, die Maske hier, die nehme ich mit. Das ist eine gute Idee. Okay, Andi, dann lass mal sehen. Das wären dann plus Aufschlag und Flüche, Sonderkosten für dein späteres Schicksal, Bonuszahlung für die restlichen Nasen, die am Rockzipfel hängen. Das wären dann 267.853,17 Euro. Au Backe!